So, jetzt sollte es mit dem Ton hier auch funktionieren. Guck. Wir machen hier mal schnell ein neues Projekt. Windows Forms, ja, bla bla bla, Coding. Das löschen wir dann auch nachher. Uninteressant. So, Form. Toolbox. Alle. Wir brauchen hier mal zwei Buttons. Wir brauchen das nächste drei Labels. Und wir brauchen drei, also einen Open File Dialog, wenn wir schon dabei sind. Und drei Textbox. So, jetzt ziehen wir das alles dorthin, wo wir es haben wollen. Und im Grunde sind wir auch schon wieder fertig. Geh weg. So. Warum umständlich, wenn es einfach auch geht? Weiter hoch geht es nicht natürlich, aber das wäre mal zweitwurscht. So, schaut, das ist das nächste. Das kannst du bei VS ja auch. Du drückst auf die Tasten rauf, runter oder links, rechts, um die Dinge eben zu positionieren. Ne? Das geht ja schon mal bei dem Drecksding auch nicht. Ja, so. Das weiß ich jetzt schon. Der gehört ein bisschen runter. Den machen wir bis daher. Hopp. Falsch. Ziehen wir da runter. Die GUI machen wir wieder kleiner. Port braucht nicht so lang sein. Ja, dafür muss IP länger sein. So, und im Grunde müsste man das jetzt nur mehr umbenennen, ja, die Buttons umbenennen und dann wird man schon wieder anfangen zum Coden. Das war's im Grunde, ja, das hat jetzt dauert, ich weiß nicht, wir sehen es dann im Video, wahrscheinlich eine Minute, wenn überhaupt. Das Ding können wir löschen, braucht keine Sau, nein, danke. Schauen wir, ob er es eh nicht gespeichert hat. Blablabla. Natürlich hat er was gespeichert, tschüss, Papa. Es braucht keine Sau hier. Auf Wiedersehen. La la la. So. Ich hab so einen braven Computer, ich schwör's da. Das rennt die ganze Zeit. Also hier, ne, da haben wir auch schon die Form gleich. So kriegst du das hier, die Toolbox. Wenn wir jetzt hier einen Button nehmen würden und da rein droppen, dann macht er aus dem so einen Button. Guck, und jetzt kannst du hier nicht, er wechselt auf die GUI. Du kannst bei der GUI die Größe verändern, ja. Aber ich darf nicht bei dem Button hier die Größe verändern. Es ist egal, ja. Du darfst einfach die Größe nicht verändern, obwohl das sogar markiert ist, ja. Aber wurscht, klicken wir mal auf Play, schauen wir uns das an, ja. Guck. Toll, 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 toll. Der geht aber über das ganze Ding und du kannst es nicht verändern, die Größe, ja. So wie das wir eben gerade bei VS gesehen haben. Ich kann die Größe, ich darf die Größe hier nicht verändern. Und wenn du glaubst, ja, nee, das ist die GUI. Und guck, was er da machen würde, ja. Welcher Einstein der Programmierung hat sich sowas ausgedacht, ja? Und selbst wenn du das Ding anklickst und du denkst, oh, das sind ja Eigenschaften, ja, da ändere ich die Größe des Widgets. Ja, glaubst aber nur. Kannst du nicht ändern. Du kannst es vielleicht ein bisschen einziehen oder so ein Klumpert, ja? Aber du kannst einfach nicht die Größe dieses Containers im Nachhinein ändern. Hier, die Alliance, ja. Aber nicht so, wie eben das bei Visual Studio der Fall ist. Wie das funktioniert, ja. So, wir müssen das löschen. Dann gehen wir auf die Toolbox und runter auf die Container. Dann hast du eben so Vertikalboxen, ja, zum Bleistift, Horizontalboxen und lauter andere Sachen, wo ich erst einmal genau schauen muss, wie was, wo wann. So. Aber zum Beispiel, jetzt gehen wir mal daher, ja, jetzt haben wir mal drei Unterteilungen.
Wenn du jetzt da wieder Buttons reinwirfst, dann macht er da halt drei Buttons, wie immer das schon vorher gesehen haben. So. Ich weiß ja aber schon circa, was ich will. Ich brauche so ein Textfeld, ein Label. Das habe ich probiert einzeln rein zum Droppen. Das kannst du vergessen. Dann bin ich drauf gekommen, dass dieses Frame hier, das ist was einen Label mit Textfeld entspricht. Ja? Also da gibt es schon etwas. Nur wenn ich das jetzt hier reindroppe, dann geht das wieder über das ganze Feld. Und ich brauche ja oben eigentlich zwei solche Frames und unten einen mit einem Button. Ja? Und das letzte soll ein Button werden. Das heißt quasi, ich muss jetzt hergehen mit einer H-Box, einmal da eine rein, ja, und einmal da eine rein. Ich brauche aber oben nur eine. Warte, geh weg. Ich brauche aber oben nur zwei, so, so rum. Und unten brauche ich nur zwei, ja. So. Jetzt haben wir einmal hier einen Frame. Das soll eigentlich ein Frame sein. Das soll auch ein Frame sein. In die Höhe. Das soll ein Button sein. Und das soll ein Button sein. So. Jetzt brauchen wir, geh weg. Da noch Entry ist quasi dieses Textfeld. So, und dann hätten wir ungefähr so wie die andere ausguckt, ja, nur auch noch nicht ganz wirklich. Und damit das aber jetzt so funktioniert, da bin ich gestern 5 Stunden gesessen, alter Kollege, ja. Und jetzt kann ich aber trotzdem hier nicht die Größen verändern, aber ist ja wurscht. Lass uns einmal laufen, weil so weit war ich noch gar nicht, weil ich bin dann mal pennen gegangen, ja, weil ich mir gedacht habe, Alter, jetzt kriege ich aber einen hypochondrischen Anfall. Ne? Und da sind wir aber immer noch von dem, wie die andere Kuh ausschaut, sind wir eigentlich noch weit entfernt. Ja? Weißt du, was ich meine? Aber okay, wir kommen der Sache schon mal ein bisschen näher, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Jetzt muss ich halt nur noch herausfinden, wegen den Margin und so ein Klumpert, wie das funktioniert, ja, dass ich die restlichen Adjustments machen kann. Ja? Aber gut, wenn wir schon dabei sind, meine Freunde und Zwetschgenröster. Ja, nicht Dokumente, Eigenschaften bitte, ja, Label Properties, wo sollte das sonst sein? Nein, hier ist es nicht, aber gut, ja, das ist auch so immer Common Widget. Nein, na super toll, miskellenisch, wo heißt? GTK Label vielleicht, ha, ja, da Name oben, man soll vielleicht lesen können. So, das soll IP-Doppelpunkt sein, Enter. Enter funktioniert nicht, bei Klicken funktioniert auch nicht, was. Also. Eigenschaft, es heißt wieder GTK-Label. Nein, du sollst IP heißen eigentlich. Okay, das funktioniert so rum nicht. Warum steht denn hier Name? Was passiert, wenn ich. Nee. Schau, seht's, und da wären wir auch schon wieder genau bei dem Punkt, was ich vorhin gemeint habe, ja, das ist alles so awesome, ja. Member Name. Nein. Member ist was anderes. Oder? Wenn ich da IP reinschreibe, was macht er dann? Nein, es ist scheißegal, ja. Seht ihr, und da sind wir auch schon wieder beim selben. Eben, wie gerade gesagt, visible, sensitive, bla bla bla. Label Property, GTK Frame, doch, wir waren hier eh schon richtig. Bold, fett, hier gehört das rein. Oh Wunder, jetzt müssten wir es dann halt nur mal ein bisschen einrücken, ja, weil das ist ja Horror. X-Align, Y-Align, ja, ich bin ja auch der voll der Designer. Ich weiß ja nicht mal, was X- und Y-Achse ist. Ne. Geh weg.
Stärken, sagen wir mal. Was macht er dann draus? Nix. 5 größer? Passiert trotzdem nix. Er hat trotzdem nur 1 draus gemacht. So, 5. Passiert nix. Okay, alles klar. Und dann machen wir wieder die 0,50 draus. Oder mal nur 0. Passiert was? Passiert nix. Toll. Ich stehe mal so auf sowas. Ah, wie Justify, was soll das heißen? Rechtfertigung? Meine Güte. Ja, ihr seht, dass es ist ein wahres Vergnügen, mit dem Ding zu arbeiten. Aber damit wir das Video mal zu einem Ende bringen und wir uns den halbwegs nähern. Das ist der Path dann. Das sollte hier... Ah, verstehe, das ist die Variable. Aha. Hier Label GTK Button. Open. Was soll das jetzt? Meine Güte. Ja, das muss man sich. Das ist eine richtige Studie hier, ja. Das sollte dann Send sein. Der bleibt wenigstens so. Okay, zwar nicht wirklich, ja, aber wir nähern uns den halbwegs irgendwie. Wahrscheinlich müsste man bei dem Phil sagen oder sowas. Aber egal. Wir speichern hier das einmal. Wie gesagt, man nähert sich den halbwegs.